Servus, einen wunderschönen guten Tag, ich hoffe es geht dir gut. Kurzes Intro zu diesem YouTube-Video, dann geht's gleich auch auf jeden Fall los. Wir haben einen Workshop vor circa 5 bis 6 Monaten für unsere Kunden geführt und wir haben den mitgefilmt und dachten, okay, das ist jetzt wirklich mal Content für YouTube. Wir machen immer 1 bis 2 Mal im Jahr hier so einen kleinen Einblick, so einen kleinen Leak hier auf dem YouTube-Channel, wie es denn wirklich aussieht, wenn wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Und in diesem Workshop ging es einmal wirklich um die fundamentalen Sachen im Unternehmertum. Das heißt explizit sogar, wie du deine Agentur aufbaust, wie du deine ersten Kunden gewinnst und wie du darüber hinaus wirklich wächst. Das heißt, wir konzentrieren uns einmal darauf, auf deine Positionierung, auf dein Angebot und dann ganz klare Wege darüber, wie du wirklich Kunden gewinnst und wie du die auch wirklich hochpreisig abschließt. Auch wenn du dieses Video hier anschaust, bitte setz es dann auch um. Mach dir bitte Notizen, nimm dir wirklich diesen Content zu Herzen. Wir haben in den letzten 3, 4 Jahren über 500 Teilnehmer begleitet, explizit im Agenturgeschäft und explizit im Beratungsgeschäft. Und das rein online. Heißt, wenn du da in diesem Bereich was aufbauen möchtest, dann sind das die absolute Golden Nuggets für dich. Und danach hast du wirkliche Klarheit. Wenn du jetzt gerade so auf dem Level bist, von so 0 bis 10.000 Euro Monatsumsatz, sei es mit einer Agentur oder mit einem Beratungsgeschäft, schon online unterwegs bist und du weißt, da geht noch mehr, du weißt, du kannst da wachsen, du weißt, du brauchst mal so wirklich Strategien, die planbar für dich funktionieren. Wir haben es in den letzten Monaten 100-fach geschafft, wirklich da klare Konzepte bei Kunden umzusetzen, wirklich aus der Vergleichbarkeit rauszukommen und damit man wirklich hochpreisige, wirklich Traumkunden gewinnen kann. Wenn du Bock drauf hast, dass wir dich mal wirklich an die Hand nehmen sollen, schreib mir gerne einfach mal auf Instagram. Wir sprechen mal ganz entspannt, wir kommen mal ganz locker ins Gespräch. Du kannst mit mir ein Erstgespräch führen, komplett unverbindlich. Wenn du Lust drauf hast, melde dich bei Instagram einfach unten in der Bio oder du trägst dich einfach für ein Beratungsgespräch direkt ein, das ist auch in der Beschreibung. Und ansonsten wünsche ich dir viel, viel Spaß. Abonniere sehr gerne den Channel, wenn du so einen Content nicht verpassen möchtest. Und ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg. Ihr wollt offensichtlich irgendwie ein Geschäft aufbauen, ihr wollt offensichtlich kein Scam-Business aufbauen, sondern ihr wollt ein seriöses, langfristiges Geschäft aufbauen, was euer Leben 180 Grad in positive Wendung umdrehen kann. Und wenn ihr da Bock drauf habt, bleibt gerne mit am Start. Und wenn ihr das aufbauen wollt, würde ich sagen, dass man auf ein paar Dinge auf jeden Fall auf mich hören kann, da auf ein paar Aussagen auf jeden Fall ein Haus aufbauen kann. Und dann lasst uns heute starten, habt ihr Bock drauf? Ich merke, ich brauche die Kopfhörer gar nicht. Meine Aufgabe ist es, euch zwischendurch einmal aufzuwecken. Weil ich weiß, wie viel Potenzial grundsätzlich in euch steckt, grundsätzlich in solchen Zusammenarbeiten, grundsätzlich in so einem Businessmodell steckt. Und ich weiß, wie viel Potenzial in diesem ganzen Case hier steckt. Und oft gibt es keine Business-Probleme, sondern oft gibt es einfach nur persönliche Probleme, die man halt auf sein Business projiziert. Und da müsst ihr für euch persönlich mal drüber schauen und schauen, was könnte ich persönlich irgendwie ändern, was kann ich persönlich irgendwie drehen und wenden, damit ich persönlich zu der Person werde, die 10, 20, 30, 50, 1000 Euro Monatsumsatz macht, ein fettes Büro hat, Mitarbeiter hat, Verantwortung übernehmen kann von mehreren Kunden, Werbebudget von Kunden verwalten oder halt einfach nur den Internetauftritt und. Da geht es ja darum, auch eine große Verantwortung zu übernehmen. Und meine Aufgabe ist es zwischendurch einfach mal, euch aufzuwecken, euch anzustupsen und euch einfach vielleicht die richtigen und die passenden Strategien mitzugeben, die ihr gerade in eurer Situation einfach braucht. Fragt euch einmal, ihr kennt den Jetzt-Zustand und ihr kennt den Wunschzustand von euren Kunden oder in dem Sales-Prozess, den ihr mit euren potenziellen Kunden einmal durchgehen solltet, in dem Vertriebsprozess, aber auch in dem bestehenden Zusammenarbeit. Wollt ihr natürlich herausfinden, ich möchte herausfinden, wo steht ihr gerade und wo möchtet ihr hin? Ihr macht das wahrscheinlich ganz oft mit euren potenziellen Kunden oder mit euren Kunden, aber wahrscheinlich nicht mit euch selbst. Also fragt euch selbst auch einfach mal, wo wirklich die Reise hingehen soll. Es gibt zum Beispiel eine Übung, dieses Lebensrad, was ich mal in dem Mindset-Playbook, in dem Mindset-Modul gibt es das Video To-Do-Lebensrad. Da muss man einmal schauen, wo man persönlich wirklich einmal hingehen möchte. Und darauf baut sich alles auf. Wenn ihr wisst, wo ihr hin wollt, wenn ihr wisst, wo euer Geschäft hingehen soll, dann kann man ja die Schritte planen. Oft ist das ja eine gewisse Unklarheit und ich kenne das von mir zum Beispiel auch. Bei mir war das immer so ein gewisses Hin und Her. Mal will ich ein großes Büro mit ganz vielen Mitarbeitern haben, mal will ich aber auch irgendwie gar nicht so viel Verantwortung haben, gar nicht so viel Lust auf so viele Mitarbeiter und so viele Gehälter zahlen im Monat. Und ich denke mir eben, irgendwie
irgendwie mal in Portugal wieder Fabio, da hätte ich auch mal Lust drauf. So, natürlich ist man sich zu 100% nicht klar, aber in dem Moment, das, was ihr fühlt, ist grundsätzlich richtig. Erste Frage, schaut euch mal wirklich an, wo soll die Reise wirklich für euch hingehen? Weil das ist genauso wie eine Positionierung von einem Unternehmen, kann man Schritte planen, wenn ihr wisst, wo ihr hingehen wollt. Dann kann man die nächsten Schritte planen. Und dann, was braucht ihr dafür? Wenn ihr wisst, wo ihr hin wollt. Und zweitens, vielleicht ein Bild vor Augen habt, wie euer Leben, euer Geschäft, euer Business, eure Zusammenarbeit mit Kunden in einem Jahr, in einem halben Jahr, in einem greifbaren Ziel einfach aussehen soll. Daraufhin kann man dann schauen, okay, was brauche ich dafür? Wenn wir mal ehrlich sind, egal was für eine Wunschsituation wir alle haben, wir brauchen alle einen Sack voll Kohle. Wahrscheinlich so in 90, 95% brauchen wir erstmal irgendwie Budget oder irgendwie ein paar Tausend, 10.000 Euros, um dann wirklich so einen Wunsch-Wunsch-Wunsch-Zustand zu erreichen. Also da kann man runterrechnen, was braucht ihr ganz klar dafür. Also schaut euch selbst einmal an, was ist aktuell euer Jetzt-Zustand, was ist aktuell wirklich euer Wunsch-Zustand. Und bricht das einmal runter. Und ich habe dazu geschrieben, einmal Brain aktivieren. Weil oft ist das so, viele Leute erschrecken vor so einer Aufgabe. Viele Leute erschrecken davor, wenn ich euch sage, okay, setzt euch mal wirklich hin, ich habe extra runtergeschrieben, ohne Handy, ohne Zeitdruck, ohne sonst irgendwas. Setzt euch mal wirklich hin, mal eine halbe Stunde, Stunde, 2 Stunden, je nachdem, wie viel Zeit ihr dafür braucht. Jetzt an dem Sonntag wäre zum Beispiel ein passender Zeitpunkt dafür, sich mal wirklich hinzusetzen, einfach nur ein Blatt Papier zu nehmen. Mal darüber nachdenken, wo stehe ich gerade, mal wirklich eiskalt aus der Vogelperspektive, nicht emotional mit, ah, der Kunde, der könnte eventuell noch buchen oder ah, eventuell könnte noch das und das passieren, sondern mal eiskalt sich hinsetzen und mal von außen betrachten, wo persönlich stehe ich gerade. Und es muss nicht nur negativ sein, sondern da kann man auch sehr wahrscheinlich oft sehr dankbar darüber sein, was man für einen Weg schon gegangen ist. Aber zweitens, dann zu schauen, okay, oft hat man ja in der Selbstständigkeit den Gedanken, okay, es geht immer mehr. Schon, okay, was wäre denn wirklich mal ein Ziel, wo ich mir wirklich mal auf die Schulter klopfen würde und sagen, okay, was möchte ich wirklich mal erreichen? Und das ist so die erste To-Do, die viele Leute sagen, ja, cool, ja, mache ich mal. Vielleicht raffen sie sich dann wirklich mal auf, setzen sich da mal hin. Und ja, vielleicht werden dann 5 Minuten investiert. Oder es wird gar nicht investiert, die Zeit. Aber das sind so fundamentale, grundlegende, wichtige Dinge, wo man eigentlich nicht dran vorbeikommt, das mal wirklich zu machen. Nehmt euch die Zeit, nehmt euch 2, 3 Stunden mit einem Block, mit einem Zettel, mit einem Stift. Geht vielleicht nach draußen. Vielleicht macht ihr eine, keine Ahnung, eine Laufmeditation und bewegt mit jedem Fuß 2 Zentimeter, geht ein Stück weiter und denkt, nehmt euch ein paar Fragen mit. Und wenn ihr dann mal wirklich von außen drüber schaut und überlegt, und ich habe es gerade gleich nochmal aufgebaut und aufgemalt, zu schauen, diese Klarheit zu gewinnen, dadurch zu wissen, einfach wo möchte ich überhaupt hingehen. Wenn ihr jetzt es gerade fühlt, ich will der Multiunternehmer werden und möchte Multimillionär werden, ist es ja nicht schlimm. Wenn ihr es jetzt gerade fühlt, so sagt, okay, ich kann mir gut vorstellen, 3, 4, 5 Kunden zu begleiten, mit denen super mega geile Deals zu haben und eine Gewinnbeteiligung oder eine Umsatzbeteiligung zu haben, die richtig groß zu machen und ich daran profitieren kann, go for it. Ihr wollt Klarheit darüber haben, was eure nächsten Schritte sind und ihr wollt Klarheit darüber gewinnen, was ihr wirklich wollt und wo die Reise wirklich hingehen soll. Step 1, To-Do, Lebensrad. Jetzt gerne mitschreiben, wenn ihr mitmachen möchtet. Nehmt euch die Zeit und macht noch einmal neu das Lebensrad. Step 2, schaut einmal für euch an, wie ist aktuell die Marktanalyse, wie sieht gerade euer Markt aus und schaut euch gleichzeitig daraufhin nochmal eure Zielgruppe an. Wenn ihr wisst, wo ihr hingehen wollt, wollt ihr daraufhin einmal mit einem anderen Blick auf euren Markt schauen und überlegen, okay, wo seht ihr eventuell noch weiteren Bedarf und weitere
Businessmöglichkeiten, mal einen ganz anderen Schritt und ganz andere Schritte voranzugehen. Step 1, macht einmal das Lebensrad und geht für euch selbst durch, wo steht ihr gerade. Wenn ihr nicht wisst, was das Lebensrad ist, Business, im Business Playbook, Funnel Cockpit, im Mindset-Modul findet ihr ein Video dazu. Step 2, wollt ihr daraufhin eine klare Marktanalyse machen, um zu schauen, um selber vielleicht mal so einen Geschmack dafür zu bekommen, okay, was steckt denn eigentlich generell in meinem Business Case eigentlich drin? Was steckt denn eigentlich in dieser Zielgruppe drin, um daraufhin natürlich auch weitere Infos einzusammeln? Und dann kommt ihr nicht dran vorbei, um einmal nochmal über euer Angebot zu schauen, nochmal über euren Preis drüber zu schauen und generell einmal darüber nachzudenken, okay, ist das gerade ein Angebot, worauf ich wirklich Bock drauf habe? Bin ich happy mit meinem Preis? Muss ich da was ändern? Muss ich da eventuell über meine Deals drüber schauen, muss ich über meine Preisstruktur drüber schauen, muss ich über die Zusammenarbeit drüber schauen, macht das einmal fix, nehmt euch vielleicht jetzt am Sonntag die Zeit, macht das einmal fix und committet euch dann auch darauf. Es ist nicht schlimm, wenn man nicht Hals über Kopf verliebt in sein Angebot ist am Anfang. Es ist nicht schlimm, nur Ziele zu haben von, ich möchte viele Kunden gewinnen und diese Kunden super mega happy machen. Es geht hier in unserem Business Case, geht es nicht darum, die 1 Million Dollar App Launch finanziell durch Business Angels und Investoren irgendwie voranzukommen, sondern es geht hier durch eine Dienstleistung, durch eine 1:1 Dienstleistung, die ihr alle macht, eine Grundlage in der Businesswelt zu bekommen. Fundamentale Skills zu lernen, sei es Vertrieb, sei es wie spreche ich mit Kunden, wie gewinne ich Kunden, wie schließe ich die ab, wie gewinne ich Erfahrung grundsätzlich mit anderen Unternehmern, mit Selbstständigen, in welche Zielgruppe denke ich mich ein und. Also wir machen hier alle keine Raketenwissenschaft. Das ist unglaublich wichtig zu wissen. Aber wir haben alle eine einfache, super simple Dienstleistung. Lebensrad durchgehen, Marktanalyse, schaut euch eure Zielgruppe an und versucht mal wirklich in Geschmack zu kommen, was da wirklich alles drin steckt. Und wenn ich sage Marktanalyse, heißt es nicht, ich scroll mal ein bisschen durch Instagram und gucke mich mal so ein bisschen durch, sondern ich möchte versuchen euch mitzugeben, dass ihr einen ganz anderen, ganz neuen Blick auf so ein generell auf das ganze Geschäft einfach bekommt und man wirklich analysieren kann, wo Probleme herrschen, die ihr lösen könnt. Und daraufhin baut ihr euch einen Schlachtplan auf. Für die Leute, die schon einmal das durchgemacht haben und einmal online einen Kunden gewonnen haben, sind schon so viel weiter. Also so weit, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Weil ihr habt im Endeffekt einmal diese Schleife durch. Ihr habt einmal ungefähr ein Angebot eingepeilt, ihr habt ungefähr einmal eine Zielgruppe angesprochen und ihr wisst, wie ihr diese angesprochen habt, wie ihr durch 2, 3 Telefonate, Calls, Zoom-Calls, Meetings durchgegangen seid, um am Ende einen happy Kunden zu haben, ihr eine geile Zusammenarbeit habt und ihr einfach Unternehmen weiterhelfen könnt bei XYZ in eurem Case. Das kann man, glaube ich, 2, 3, 4 oder 10 Mal nochmal machen. Erste 4 To-Dos, Lebensrad, Marktanalyse. Geht nochmal über eure Preise durch, geht nochmal über euer Angebot durch. Wie könnt ihr das eventuell nochmal optimieren? Und baut euch daraufhin einen Schlachtplan auf. Ein Übersprung. Verschwendet nicht euer Potenzial. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, ich bin jetzt schon 4 Jahre in diesem Markt. Eigentlich bin ich nur schon 8 Jahre in diesem Markt, aber selbstständig als Dienstleister 4 Jahre in diesem Markt. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie viele Leute ich gesehen habe, wie viele gekommen sind,
wie viele laut auf der Brust getrommelt haben und wie viele davon nicht mehr da sind. Weil vielleicht eine falsche Vorstellung war, vielleicht eine falsche Herangehensweise war, vielleicht irgendwie irgendwas verkauft wurde, was viele Leute nicht irgendwie leisten konnten. Es geht darum, so ein bisschen, lasst die anderen Leute die Fehler machen. Verschwendet nicht euer Potenzial, um mal wirklich langfristig denken zu können. Dieses ständige Dranbleiben, ihr kommt nicht dran vorbei, dass ihr mal 1, 2, 3 Jahre auf jeden Fall plant. Ihr kommt nicht dran vorbei, mal 1, 2, 3 Jahre was aufbauen zu können. Es gibt keinen Shortcut. Glaub mir, ich habe gefühlt alles ausprobiert, was man, glaube ich, irgendwie ausprobieren kann. Und probieren weiterhin Dinge aus, die eventuell eine Abkürzung sein können. Aber es kommt immer wieder aufs Gleiche zurück. Und verschwendet nicht euer Potenzial, vielleicht nur so kurzfristig zu denken. Und das muss eventuell jetzt auf einen Monat oder irgendwie kommt es darauf an. Und übernimmt Verantwortung. Das sind jetzt nur ein paar Dinge, worüber ihr Verantwortung übernehmen könnt. Wenn ich sage, übernimmt Verantwortung, glaube ich, weiß jeder, wo er irgendwie nochmal angreifen kann. Aber grundsätzlich habe ich nochmal runtergeschrieben. Übernimmt absolute Verantwortung. Selbstverständlich jetzt hier im Business Case für eure Zahlen. Ich habe mal mit etwas Einfachem angefangen und übernimmt mal Verantwortung für eure Likes, für eure Follower, für euren Internetauftritt, wie viele Zahlen da so sind. Aber dann selbstverständlich auch über eure Tracking, über eure Sales, über euren Kontostand, über eure Quoten im Vertrieb und. Zahlen sind meiner Meinung nach im Business Case eins der wichtigsten Punkte. Das sind einfach so die nackte Wahrheit. Das ist die nackte Wahrheit von Entscheidungen, die ihr getroffen habt, von Mini-Entscheidungen, die ihr getroffen habt. Und euer Kontostand ist quasi einfach nur ein kleiner Spiegel von euren Entscheidungen von den letzten paar Jahren. Ich habe auch mal was Geiles gehört, ich weiß gar nicht mehr von wem, ich glaube in einem YouTube-Video. Euer Kontostand ist euer Einkommen minus euer Ego. Für die Männer die schicke Karre, die fette Uhr, die Wohnung. Und. Übernimmt Verantwortung für eure Sales. Übernimmt Verantwortung für, oder generell für eure Zahlen. Alles, was ihr einfach eintragen könnt, was ihr tracken könnt, wofür ihr jeden Tag in der Theorie das ändern könnt. Verantwortung über eure Sales nehmen. Verantwortung übernehmen für eure Kunden, für deren Ergebnisse, für deren Situation, für deren Jetztzustand, für deren Wunschzustand, für deren Zusammenarbeit. Übernimmt Verantwortung für euren Auftritt, generellen Auftritt. Sei es euer Setting in eurem Zoom. So, ich stehe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zoom-Settings, die ich auf jeden Fall überarbeiten würde. Ihr kommt hier hin und wollt Geld verdienen. Habt ihr aber dann ein Zoom-Setting, wo potenzielle Kunden euch sehen, den ersten Eindruck haben, ihr wollt aber gleichzeitig auch irgendwie 5, 6, 7.000 Euro überwiesen bekommen. So, also gleicht sowas an. Es ist so einfach in der Online-Welt, dass es halbwegs professionell aussieht. Das sind so Kleinigkeiten, wo es einfach grundsätzlich drauf ankommt. Sei es eure Qualität, sei es eure Social Media, sei es eure Qualität in Fotos, sei es eure Qualität in Videos, sei es generell das, was ihr postet, übernimmt Verantwortung auch, was für Klamotten ihr trägt. Im Business Case. Das kann grundsätzlich so einfach sein. Schaut euch an und dann übernimmt natürlich auch noch Verantwortung übernehmen und grundlegend zu euren Skills. Ihr wollt langfristig geile Kunden bedienen, ihr wollt vielleicht große Kunden bedienen.
Ihr wollt geile Zusammenarbeiten haben. Was wollen eure Kunden? Die wollen natürlich in euch, sehen die einen Return on Invest. Okay, wenn ich dann bei dem Jonah investiere, kann ich mir sicherlich vorstellen, ich lerne bestimmt nochmal das und das und dann wahrscheinlich wird sich das lohnen. Was habe ich davon, wenn ich in den Eugen investiere? Was habe ich davon, wenn ich in die Jenny investiere? Was bringt mir das als Unternehmer? Ist ja auch grundsätzlich eigentlich nur die Frage. Und übernimmt dann Verantwortung für eure Skills, für euer Wissen, für eure Weiterbildung, für eure Qualität, die ihr liefert, für einfach in euch investiert in Weiterbildung, damit ihr persönlich auf ein ganz anderes Level kommt und gleichzeitig auch mit anderen Leuten sprechen zu können, wenn ihr das wollt. Um einfach Level Up. In all diesen Dingen kann man ganz schnell ein Level Up machen. Ich kann dafür sorgen, dass da mehr Reichweite, mehr Follower, mehr Likes auf meinen Social Media Kanälen sind. Ich kann jetzt sofort dafür sorgen, dass ich die Entscheidung treffe, dass mein Kontostand besser aussieht. Ich kann die Verantwortung dafür übernehmen, dass in 3 bis 6 Monaten oder vielleicht sogar Ende des Monats mein Kontostand anders aussieht. Wenn ich ein Gewinner sein möchte, dann muss ich anfangen zu gewinnen. Hört ihr die Kids? Irgendwie im Background? Okay. Da könnte man auch Verantwortung übernehmen, dass man, weiß ich nicht, dass ich keine Kinderparty im Büro abends macht hier und andere Leute hier noch arbeiten wollen. Aber naja. Man kann hier überall, da war ich, Level Up. Ich kann heute dafür sorgen, dass mein Instagram-Post mehr Follower bekommt, mehr Likes bekommt. Ich kann aber auch dafür sorgen, dass ich meine Kunden zusammenarbeiten oder meine Zusammenarbeit mit meinen Kunden verbessere und ein Level Up hebe. Dass ich on top noch was mache. Dass ich die Qualität in Zusammenarbeit einfach verbessere. Dass ich meine Skills verbessere, um damit gleichzeitig meine Kunden besser zu bedienen. Hier, der Auftritt ist super einfach. Das kann eine Woche dauern und ihr habt einen ganz anderen Instagram-Auftritt. Es ist auch auf Instagram mittlerweile so einfach. Komm, wir fliegen einmal alle zusammen nach Dubai oder Cannes oder Monaco. Kostet alles Kohle, egal. Schick uns was Schönes an. So, machen coole Fotos, nimm Fotografen mit. Und einmal bin ich Level Up. Habe ich schon mal gesagt, schaut, dass ihr, vielleicht kennt ihr jemanden aus dem Bekanntenkreis, der hat eine halbwegs coole Kamera. Geht mit dem einmal raus. Der freut sich doch, wenn ihr für eine halbe Stunde, wenn da 12 Fotos bei rumkommen, drückt ihr 200 Euro in die Hand und ihr habt diese 12 Fotos, könnt ihr ein Jahr lang ausschlachten. Kann ein neuer Banner sein, LinkedIn-Banner, kann ein Instagram-Foto, ein paar Fotos auf Instagram sein, kann ein Hintergrund in der Story sein, das kann ein Website-Foto sein, für 200 Euro für ein Jahr, vielleicht kann man dann nochmal neu machen. Genauso wie für Videos. Vielleicht kennt ihr jemanden, vielleicht kennt ihr aus der Umgebung jemanden, aus dem Bekanntenkreis. Schaut, dass ihr da ein paar hundert Euro einfach investiert, um am Anfang einfach direkt ein Level abzuliefern. Ihr wollt geile Kunden liefern, ihr wollt geile Kunden gewinnen, ihr wollt viel Geld verdienen, dann investiert in euch und investiert da gleichzeitig auch in die in euren Auftritt. How you do make anything is how you do everything. Wie du die kleinen Dinge machst. Ablehnen, ich werde anrufen. Wie du die kleinen Dinge machst, so machst du die großen Dinge auch. Schaut da einmal drüber, denk da einmal drüber nach. Moment. Alright. So. So, könnt ihr mir noch zuhören? Cool. Ich habe jetzt mal geschrieben, als Marketer hast du es ziemlich einfach. Grundsätzlich schaue ich vielen Marketer ins Gesicht hier. Als Dienstleister, als Agentur, als Berater in dem Bereich hast du es unglaublich einfach. Es ist eigentlich super, super, super simpel. Wir verkomplizieren oft solche Dinge. Wir verkomplizieren grundsätzlich eigentlich dieses Geschäftsmodell sehr stark.
Wir verkomplizieren das oft, weil wir nicht den Fokus halten können, nicht links und rechts mal schauen können und Energieaustausch oder Austauschcall hier mit jemandem anderes aus einer anderen Branche, um zu schauen, wie bei denen das funktioniert, wie läuft das bei denen. Ich habe hier ein super Praxisbeispiel, wo ich wirklich jahrelang da der falsche Fokus gewählt wurde und so viel Potenzial verschenkt wurde. Nicht einen Fokus zu halten, ist ein Potenzial verschenken. Ich habe vor 15 Minuten gesagt, dass ihr nicht euer Potenzial verschenken sollt und irgendwie da wirklich Fokus drauf legen sollt. Ich sage es euch grundsätzlich, ich wiederhole mich auch sehr gerne. Dieses Fokusthema hat mir bestimmt mal hochgerechnet 200, 300.000 Euro nicht erhaltenen Umsatz. Hier mag mich heute sehr jemand. 200, 300.000 Euro Opportunitätskosten. Weil wir Fokus in andere Projekte gelegt haben, weil ich Fokus mal hier, mal links, mal rechts geschaut habe. Ich mache nochmal dies, ich probiere Marketing nochmal das. Ich gründe eine Klamottenfirma, hatte ich auch mal drüber nachgedacht und umgesetzt und 15.000 Euro investiert und so 7,5 mal eingenommen. Aber darum geht es nicht um die Zahlen, sondern es geht um die Zeit, die investiert wurde. Dieses halbes Jahr mentale Energie dort zu investieren, um eventuell dann mal 7,5 miese zu machen. Und diese Umsätze, wo ich einfach nur den Fokus drauf halten könnte. Ihr habt grundsätzlich, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, aber ihr habt eigentlich als Dienstleister, als 1:1 Dienstleister, habt ihr vielleicht so 4, 5 To-Dos. Vielleicht sind es 6, vielleicht sind es 7, vielleicht sind aber auch nur 3. Pro Kunde, pro Monat, in simplen Dienstleistungen. Wenn ihr komplexe, etwas größere Zusammenarbeiten macht, ja. Aber ihr habt eine Handvoll To-Dos, die ihr pro Kunde einfach umsetzen könnt und müsst. That's it. Euer Geschäftsmodell ist der absolut richtige Weg. Ihr habt den richtigen Weg gewählt, um am Anfang mal wirklich auf ein gutes Volumen zu kommen, um wirklich unglaublich geile Erfahrungen zu sammeln, um mit anderen Unternehmern oder Selbstständigen zusammenzuarbeiten, mit einer bescheuerten Profitmarge, mit einem super einfachen Einstieg. Wenn ihr selbstbewusst seid, wenn ihr lösungsorientiert seid und wenn ihr smart seid. Legt den Fokus. Vielleicht fallen mir noch ein, zwei Punkte ein, aber grundlegend habt ihr diese 6 To-Dos, Haupt-To-Dos, die ihr umsetzen könnt und müsst, um da wirklich Erfolg zu haben. Step 1, ihr braucht irgendwie ein Angebot. Ihr braucht irgendwas, was ihr irgendjemandem anbieten könnt. Was ist euer Angebot? Was ist eure Dienstleistung? Und ihr sollt Meister da drin werden. Wir wollen kein 0815 Kram machen. Natürlich ist man am Anfang nicht sofort ein Meister. Natürlich braucht das ein bisschen Theorie und Praxis zusammen, Erfahrungen, die dazu führen, dass ihr der absolute Boss da drin werdet. Aber das sollte das Ziel sein. Seid nicht happy mit der halben Stunde investiert in der Grafik, sondern meiner Meinung nach am Anfang würde ich sogar euch empfehlen, investiert doch lieber in eine Grafik mal 3 Stunden mehr. Dann habt ihr vielleicht nur einen Post in einer Woche. Dafür ist dieser Post aber outstanding. Das ist auch investiert in euch, ist auch gleichzeitig Zeit in euch investieren und Zeit euch geben zum Üben. Ihr braucht ein Angebot und ihr müsst euer Angebot meistern und gleichzeitig dort der Boss drin werden. Investiert da wirklich Zeit an, egal in welchem Bereich. Sei es Webdesign, sei es 360-Grad-Fotografie, sei es Social Media Marketing und. Dort kann man sich immer weiterbilden, dort kann man immer besser werden, dort kann man nochmal einen neuen Trick finden, da kann man einen neuen Hack finden, wie man schneller arbeitet, und. Ich möchte, dass ihr da absolut der Boss drin werdet. Weil dadurch kommt hier eine positive Aufwärtsspirale.
Ihr bekommt Empfehlungen, ihr bekommt direkte und indirekte Empfehlungen, ihr könnt höhere Preise nehmen, ihr erreicht mit euren Kunden mehr Ergebnisse. Wenn ihr für 12 € eine Grafik verkauft, dann kann dieses Invest für den Kunden halt auch nicht krass durch die Decke gehen. Wenn ihr für die gleiche Grafik 100, 200, 300, 400 € investiert, sind Beispielsummen, dann ist der Return da wahrscheinlich sehr viel größer. Step 2, ihr möchtet eine Zielgruppenkompetenz aufbauen. Das ist ein geiles Wort, ich weiß. Ihr möchtet in einer bestimmten Branche so eine gute Kompetenz aufbauen, dass diese Branche euch wirklich als Experte oder als Expertin sieht. Und das Coole daran ist an der Selbstständigkeit, ihr könnt auswählen, in welcher Branche es ist. Worauf ihr Lust habt, worauf ihr Bock habt. Es sollte grundsätzlich, wir haben vorhin gesprochen, den Markt analysieren. Man sollte grundsätzlich einen Markt wählen, wo halt auch irgendwie so ein bisschen Potenzial steckt. Könnt ihr definieren, was ihr für Potenzial da seht. Aber ihr solltet natürlich irgendwo eine Kompetenz aufbauen. Da kommt ihr wieder in die nächste Aufwärtsspirale. Jetzt kommt ihr nicht an dem Punkt dran vorbei, dass ihr irgendwo Leads generiert. Angebot meistern, Zielgruppenkompetenz aufbauen, Leads generieren. Mehr Kontakte bringen mehr Geschäft. Dann möchte ich, dass ihr den Sales-Prozess optimiert. Dann müsst ihr Marketing für euch machen. Und dann kommt Orga-Kram. Dokumente, Rechnungen. Wenn ihr noch keinen Kunden habt, voilà, 6 Punkte. Wenn ihr Kunden habt, kommt da noch ein 7. Punkt natürlich hinzu. Ihr sollt natürlich Kunden happy machen. Angebot meistern, werdet da, gebt euch da wirklich die Zeit und gebt euch wirklich dieses Potenzial in dieser Branche oder in diesem Feld, in eurem Skill richtig gut zu werden. Baut eine Kompetenz in einer gewissen Branche auf, dass ihr diese Zielgruppe in- und auswendig kennt. Ihr müsst Leads generieren, ihr möchtet Kontakte generieren, ihr möchtet ein Netzwerk aufbauen, ihr möchtet so mehr Kontakte aus dieser Branche, desto besser. Offensichtlich diesen Sales-Prozess optimieren, heißt eure Skripte anschauen, euren Prozess anschauen, das analysieren, das aufzeichnen, sich selbst mal anschauen, Skripte anschauen und dementsprechend optimieren. Das mal runterschreiben, eine Blaupause aufbauen, um damit langfristig vielleicht jemanden einzustellen, der das übernimmt. Dann etwas Marketing machen. Ich gehe da gleich nochmal in die Tiefe mit. Und dann gehört etwas Orga-Kram dazu. Grundsätzlich dazu, was alle hassen. Deswegen sind die meisten auch in einem Angestelltenverhältnis, ist keine Planbarkeit, eine Unplanbarkeit. Nichts Sicheres. Kein sicheres Einkommen. Nicht wissen, was am Ende des Monats auf dem Konto landet. Findet keiner richtig geil. Ihr seid aber bereit dafür, ins kalte Wasser zu springen, weil ihr in euch etwas sehr viel Größeres seht als ein gedeckeltes Einkommen. Das kann ein großer Beweggrund sein, warum ihr hier seid, warum ihr euch selbstständig machen wollt. Bei mir war es damals so ein bisschen Gier. War der falsche Beweggrund, um sich selbstständig zu machen. Hat das erste Jahr, erste 1,5 Jahre sehr gut funktioniert, dann war ich halt noch nicht mehr gierig. Weil dann war schon Sky's the Limit, war schon drüber von dem, was ich mir jemals vorstellen konnte. Aber irgendwas muss einen ja antreiben. Jetzt kommen wir wieder zur Frage, okay, warum seid ihr hier? Warum macht ihr das Ganze? Diese Planbarkeit, so nicht zu wissen, was am Ende des Monats auf eurem Konto ist, gewöhnt euch dran. Ihr kommt nicht dran vorbei.
Das ist Selbstständigkeit, das ist Unternehmertum. Ihr könnt vorbereitet sein. Ihr könnt eine Liquiditätsplanung machen. Alles klar, Daniel Tutter. Ihr könnt eine Liquiditätsplanung machen. Ihr könnt wissen, wer eventuell dann doch zahlt. Aber oft diese Planung, die man sich so intern macht, eigentlich will man die einfach durchbrechen. Schaut, dass ihr euch große Ziele setzt. Und alle hassen Out-of-Comfort-Zone gehen. Dass ihr aber an einem schönen Donnerstagabend um 18 Uhr sitzt, heißt ja, ihr seid grundsätzlich bereit, Out-of-Comfort-Zone zu gehen. Und ihr entscheidet ja euch auch bewusst für die Selbstständigkeit, für ich werde viel arbeiten und ich werde proaktiv in vielleicht eine Zeit gehen, die vielleicht etwas stressiger und vielleicht etwas anspruchsvoller wird, um langfristig XYZ zu erreichen. Das sind eure Ziele. Und das lohnt sich. Ich merke gerade, ich muss mich ein bisschen beeilen. Das kennt ihr. Jetztzustand, Wunschzustand. Wer hat das noch nie gesehen? Schauen wir die neuen an. Ganz kurz zum Thema Sales und Sales-Prozess und Sales-Strategie. Ich habe es heute noch mal live gesehen. Ich dachte, das bringe ich noch mal ganz schnell mit rein. Wenn ihr das verstanden habt, wie ihr herausfindet, wie ihr einem potenziellen Kunden, wo ihr einfach herausfindet, was deren Jetztzustand ist und was deren Wunschzustand ist, und ihr gleichzeitig Lücken schließen könnt und ein Problemlöser für ein Unternehmen seid und das meistert, dann habt ihr nie wieder Probleme, Aufträge zu gewinnen und Gespräche zu führen. Man kennt wahrscheinlich oft so Verkaufsgespräche oder ja, wir treffen uns mal, wir sprechen mal über ein Angebot und man merkt, man redet, man redet, man redet, man spricht, man spricht, man spricht. Aber eigentlich, ich könnte jetzt 20 Minuten weiterreden und ich stehe immer noch beim gleichen Punkt. Es wird einfach mal einem Informationen fehlen. So, wenn ich komplett offen mit euch spreche und ich erzähle, okay, das ist mein Jetztzustand, das ist mein Wunschzustand, ich möchte. Verdiene jetzt 5.000 Euro, möchte aber nächsten Monat 50.000 Euro verdienen. Aktuell ist das meine Herausforderung, das meine Herausforderung, das meine Herausforderung. Und ich sage, in Zukunft, oder in der Vergangenheit, da hat das gut funktioniert und das gut funktioniert. Kannst du dir mal bitte Gedanken darüber machen, wie ich das lösen kann? Ich zahle dir ein paar tausend Euro dafür. Ist mir offensichtlich, Informationen von dir sind mir 45.000 Euro wert. So, da kann sich ja jeder hinsetzen und Problemlöser werden. Weil im Endeffekt seid ihr nichts anderes. Grundsätzlich, wenn ihr eine Dienstleistung macht, wollt ihr immer Personen oder Unternehmen von A nach B bringen. Ihr wollt Probleme lösen. Sei es zu wenig Umsatz, sei es zu wenig Mitarbeiter, dementsprechend wieder mehr Umsatz. Offensichtlich fließt alles irgendwie mehr darauf. Sei es unzufriedene Mitarbeiter, Support kann nicht geleistet werden, keine Reichweite, keine professionelle Instagram-Account oder Internetauftritt, Website funktioniert nicht, Funnel, Tracking, Ads, bla 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 bla. Führt alles irgendwie immer Richtung Wachstum. Heißt, ihr hilft, egal in welchem Bereich, hilft ihr Firmen dabei zu wachsen. Wenn ihr jetzt herausfindet, wo die stehen und wo die hin möchten, so, dann ist ja grundsätzlich kein Problem, da mal 3 Tage drüber nachzudenken und sich mal wirklich hinzusetzen, um zu schauen, wie kann ich wertvoll für dieses Unternehmen werden. Deswegen habt ihr auch einen 80-20-Redeanteil. 80% redet der Gegenüber. Im Idealfall. Heißt, ich stelle 20% die richtigen Fragen zur richtigen Situation, um herauszufinden, um zu verstehen, was deren Probleme sind und wie ich die in der Theorie oder praktisch lösen kann. Und mehr als ein Problemlöser seid ihr nicht. Deswegen kann es am Anfang einem auch so super einfach und so super leicht fallen, Kunden abzuschließen, wenn man den von Anfang an klar kommuniziert,
hey, ich habe mich in den letzten Monaten dort eingearbeitet, ich würde gerne mal verstehen, wo ihr gerade steht, was ihr gerade für Herausforderungen habt, damit ich mich mal hinsetzen kann, das mal analysieren kann und gleichzeitig vielleicht eure Probleme lösen kann. Hättet ihr dann mal 15 Minuten Zeit, damit ich mal euren Case verstehen kann, euch mal verstehen kann, dann würde ich mich gerne mal hinsetzen, analysieren, den Markt analysieren und mal wirklich drüber nachdenken, wie ich euch weiterhelfen kann. Wenn ihr so offen und ehrlich und so transparent und sagt, wenn man da einfach eine Energie drin spürt, wenn ihr so zu Unternehmen geht und da anklopft und Klinken putzt, dann werdet ihr auch Unternehmer treffen, die junge Unternehmer unterstützen oder grundsätzlich supportive sind. Und ihr habt nichts zu verlieren. 15 Minuten und dann setzt ihr euch mal wirklich rein, steckt den Kopf mal da rein und überlegt mal, wie ihr die wirklich voranbringen könnt. Und das für einen kleinen Testkundenpreis. Komm mal, grundsätzlich kann es so einfach sein. So, jetzt sind wir am letzten Punkt. Jetzt einfach nur kurz einmal runtergebrochen. Was würde ich machen, wenn ich an eurer Stelle bin, wenn ich meine ersten Kunden gewinnen möchte, wenn ich jetzt meine Social Media Agentur gründen würde, erneut, was würde ich jetzt machen, damit ihr einmal ein paar Punkte findet. Step 1, ich würde mir einmal Gedanken darüber machen, worauf habe ich überhaupt Bock, also auf welches Angebot habe ich wirklich Bock. Wo könnte ich Nächte drin verbringen, Stunden drin verbringen und ich würde nicht auf die Uhr schauen. Step 2, auf wen habe ich Bock? Auf welche Kundschaft kann ich mir vorstellen, mit denen tagtäglich donnerstags 18 Uhr Zeit zu verbringen und es würde mich nicht so krass nerven. Ich hätte keine Bauchschmerzen, um 18 Uhr noch in den Call zu gehen. Die zwei Punkte. Dann würde ich mich festlegen, ich würde mir Zeit geben, dann würde ich, keine Ahnung, 9, 12, 15 Instagram-Posts machen, würde ein paar coole Fotos rauskramen, würde ein Profilbild nehmen, würde eine coole Bio machen, würde ein paar Postings, fette Posts online stellen. Ich würde minimal auf allen anderen Social-Media-Plattformen mich positionieren. Nicht um da riesen krass mega Postings rauszuhauen oder Content rauszuhauen, sondern einfach, dass ich die Google-Einträge habe, dass man mich über auf anderen Accounts auch findet, dass es ein bisschen echter aussieht. Dann würde ich würde persönlich 1 bis 3 YouTube-Banger produzieren. Das ist kein Muss, kann ich aber grundsätzlich empfehlen. Und dann würde ich Action in Hashtags und in Profilen gehen, weil ich weiß ja, worauf habe ich Bock und auf wen habe ich Bock. Und ich kann mir dann gut vorstellen, wo finde ich die. Und da ich bin bei Instagram unterwegs, meine Zielgruppe, wenn die auf Instagram unterwegs ist und das deren Hauptplattform ist, würde ich bei Instagram hingehen, ich würde auf Hashtags gehen, ich würde proaktiv diese Zielgruppe finden. Ich würde da liken, ich würde da kommentieren, ich würde da folgen, ich würde auf Stories reagieren, ich würde da Nachrichten schreiben. Hey, lieber Steuerberater. Nee, die sind nicht auf Instagram. Hey, lieber Fitnesstrainer. Ich habe mich in den letzten Monaten rund um das Thema Social Media Marketing und Reichweitenaufbau eingearbeitet und suche gerade. Und ich bin auf der Suche nach dem weltbesten Fitnesstrainer. Dann bin ich zufälligerweise auf dein Profil gestoßen. Ich sehe da grundsätzlich Potenzial. Ich würde gerne mehr über deine Zielgruppe kennenlernen. Ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen. Im Gegenzug würde ich mir mal wirklich die nächsten Tage mal wirklich Zeit nehmen, um zu schauen, wie kann ich dich wirklich voranbringen. Und wenn du Lust drauf hast, lass uns gerne mal quatschen, liebe Grüße. Hast nichts zu verlieren. Irgendwie so in der Form. Locker, entspannt. Ich würde eine Memo schicken, ich würde vielleicht einen Text schicken, ich würde ein Video mal schicken, um zu schauen, was funktioniert, um meinen eigenen Stil zu finden. Und dann würde ich Massive Action machen. Dann würde ich mich persönlich in ein Marktforschungs-Mindset bringen. Das heißt, mir ist es am Anfang scheißegal, was ich für ein Output bekomme, ob ich jetzt einen Kunden gewinne oder nicht. Sondern was mir fehlt, sind ja natürlich Informationen und Erfahrungen mit dieser Zielgruppe. Und mir ist am Anfang dieser Output egal. Bei der Akquise, in den ersten paar Wochen, ist mir dieser Output egal, weil ich werde ja so viel lernen in diesen ersten paar Wochen.
von wirklich meiner Zielgruppe, von meiner wirklich potenziellen Kundschaft. Das ist mir egal, ob ich jetzt in den ersten paar Wochen einen Sale mache oder nicht, würde mich trotzdem natürlich darüber freuen. Dann ist mein einziges Ziel, Leads in Call zu holen, mit so vielen potenziellen Zielgruppen sprechen, wie es nur geht. Und dann möchte ich einfach nur Probleme finden. Und wenn ich immer und dann Muster erkennen, das schreibe ich noch dazu. Und zehntens, Muster erkennen. Wenn ihr dann Muster erkennt und immer wieder von dem Fitnesstrainer hört, ja, ich habe die Herausforderung. Ich gewinne nicht genügend Follower, weil mein Story-Funnel, bla bla bla. Oder von dem Steuerberater hört, okay, wir kriegen zwar so hin, aber wir brauchen das. Dann findet ihr Pain-Punkte, Schmerzpunkte, die ihr überall ausschlachten könnt. Sei es der neue Instagram-Post, sei es der Landing-Page-Header. Und. That's it. Habt ihr Fragen dazu? Ich bin durch. Hat euch das weitergeholfen?